Hey Karl, jetzt aber wirklich der dritte und der letzte Teil von meiner Gamescom-Ausbeute. Und zwar haben wir nur noch einen Artikel, wenn ihr die letzten Videos gesehen habt, dann wisst ihr das. Und zwar ist es Paldea Abenteuerkoffer. Das ist jetzt der letzte Artikel. Den wollte ich unbedingt haben, den habe ich dort gefunden, den habe ich dort gekauft. Und das öffnen wir jetzt in diesem Video. Bleibt dran. Let's go! Ich mach das Ding direkt auf. Wir fackeln nicht lange. Das sind schon 3 Videos jetzt geworden. Mit der ganzen Ausbeute von der Gamescom. Komm, geh auf jetzt. Mach mal hier keinen Stress. So, dann haben wir erstmal das Ding hier. Das kann auch weg. Und dann haben wir den Koffer hier. Ah, so geht der auf. Okay. Alles klar. Ah, so geht der auf. Okay, wir haben hier auf jeden Fall was. So zieht man das raus. Nice. Ach so, so ist das. Ah, voll süß. Voll süß. Wie kriege ich die Karten da raus? Von hier oben, ne? Kann ich hier... Oh, geht doch. Einfach rausschieben. Okay, let's go. Hier auch. Raus damit. Und der genauso. So, dann schieben wir das Ding wieder da rein, wo wir das wieder rausgeholt haben. So ungefähr. Was ist dazwischen? Nichts mehr, glaube ich. Okay, das war's dann. So, dann haben wir hier noch so eine Deckbox, ist das, glaube ich. Yep, das ist eine Deckbox. Oh mein Gott, da ist eine Karte drin. Pikachu. Boah, nice. Voll gut. Da sind mehrere Karten drin. Sind das mehrere Pikachus? Oder sind das verschiedene? Naja, gut, öffnen wir gleich. So, dann haben wir hier nichts mehr drin in dieser Deckbox. Ah, eine Pikachu-Figur ist das, glaube ich. Haben wir hier. Das ist doch Plüschler. Okay, was war? Der quiekt aber nicht, ja? So eine Quietsche-Ente mäßig wäre voll geil. Aber voll süß. Sehr nice. Ich habe sowieso hier noch eine Menge Spielzeuge stehen. So, dann haben wir hier so einen kleinen Ordner, wo wir Karten reintun können. Das ist uninteressant für uns. Ich würde euch auf jeden Fall auch nicht empfehlen, diese Ordner für Sammelkarten zu benutzen. Zumindest nicht für gute oder seltene Karten. Denn die hier sind nicht wirklich ein guter Schutz, der euch hier geboten wird. Oh, hier sind die Booster Packs. Habe ich random gefunden. Ey, ich bin gut, ne? Ach, Paradox Rift haben wir hier zweimal auf jeden Fall drin. Paradox Entwicklung in Paldea. Strahlende Sterne. Paradox Obsidian Flammen. Astralglanz. Nice. Also die Booster Packs sind auf jeden Fall nice. Das ist doch schon mal gut. So, das war's dann mit dem Koffer jetzt auch gewesen, glaube ich. Ah, Mann. So geht der wieder zu. So. So, okay. So haben wir den dann wieder zu. Ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr geile Box, wo man seine Pokémon-Karten drin aufbewahren kann. Werde ich auch machen auf jeden Fall. Ja, Verarbeitung ist ganz okay, würde ich sagen. Ja, ein bisschen locker, aber okay. Sieht auf jeden Fall voll süß aus. Ist auf jeden Fall eine schöne Box. So ist es nicht. So, tun wir zur Seite. Ach, ich habe die Deckbox vergessen. Egal, zur Seite damit. So, machen wir doch erstmal diese Karten hier auf. Die sehen doch wirklich fantastisch aus. Sind hier... Na, das sind andere Karten dahinter. Ja, ja. Wir haben auf jeden Fall Pikachu. Warte, ich zeige euch das nochmal so. So. Wirklich wunderschöne Karte. Wunderschöne Karte. Tun wir zur Seite. Dann haben wir Pamo in diese Promo-Holo. Die sieht auch wirklich fantastisch aus. Dann haben wir Pamo wieder. Ah, das ist Pamamo. So, so, genau. Und dann haben wir Zwiebs. Ja, ich weiß nicht. Sind das irgendwie Fanlieblinge? Ja, so, packen wir die Karten mal zur Seite. Das sind auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schöne Karten. Dann haben wir... Das ist gefährlich, da aufzumachen. Komm schon. Mein Gott. So, dann haben wir Pamomamo EX. Auch eine sehr schöne Karte. Hat auch so eine Promo-Foiling. Überall diese Sternchen. Und natürlich auch einen Cut. Sehr nice. Jo. Aber eine schöne Karte. Dann haben wir Famibs.
Jo, jetzt habe ich den Dreh raus. So, da ist Famibsi X, auch eine sehr, sehr schöne Karte. Ja, Sensoring ist okay. Nehmen wir. Und dann haben wir Felori X. So, die ist voll süß, ne? Guck mal, wie süß die ist. Ui, kleines Kätzchen. So, hier habt ihr auch die Möglichkeit, glaube ich, per Code diese EX-Karte im Sammelkarten-TCG-Spiel in eurer App zu bekommen. Ja, Paldea Abenteuerkoffer. Ich glaube, hier bekommt ihr die Karte auch. Ich hoffe es auf jeden Fall für euch. So, da haben wir dann Felori EX. Wunderschöne Karte. Wunderschöne Karte. Voll süß, die Kleine. War auch mein Starter-Pokémon. Finde ich sehr nice. So, dann kommen wir doch zu den wichtigen Dingen im Leben. Und zwar die Booster-Packs. Paradox Rift. Fangen wir mal an. Ziehen wir vielleicht Knackrack, wäre das natürlich sensationell. Bäh. So, dann haben wir natürlich die passende Energiekarte dazu. Das ist Wasser. Boah, jetzt geht's los, Leute. Okay, let's do this. Seemon mit einem geilen Artwork. Magby, Gelatini, Choreogel, verfluchter Staubwedel, Maritelit, Klive, Geosali Reverse, Castellit Reverse und wir haben Jiveltal in Holo. Okay, hier war kein Knacker drin leider, aber macht ja nichts. Dafür ziehen wir jetzt Carpador Illustration Rare. Das ist auch ganz nice. Übrigens ist Carpador brutal gestiegen. Ne? Die Karte ist mittlerweile so teuer geworden. Ich glaube, die liegt bei 90 Euro oder so. Also ist auf jeden Fall schon nicht ganz ohne. Geiles Artwork. Tarundel Reverse. Dann haben wir Flanival Reverse. Und ein Lumiflora in Holo. Okay. Ich meine, strahlende Sterne, ne? Wir wissen, hier können Gluraks drinne sein. Okay, dieses Package geht ganz easy auf. Alles klar. Boah, hier waren 4 Karten nach vorne. Da habt ihr den Code. 1, 2, 3, 4. Zack. Jawohl, ich hab's nicht vergessen. War das mit dem Roten immer? Oder ist das jetzt ein Missprint oder sowas in der Art? Keine Ahnung. Machen wir mal. Luxio, Topfhelm, Symvolada, Kikugi, Pipi, Laukaps, Hokumil, Chetralelilili, Kurtel Reverse und wir haben Olanga in nichts. Okay, alles klar, warum nicht? Kann, muss ja auch mal sein, ne? Also es ist eigentlich durchgehend so, aber ist okay. Ist okay. So, da habt ihr den Code. Ich hoffe, ihr zieht was Besseres als ich. So, das ist richtig. Stahlenergie. Forgita, Zwiebs, Litomet, Flurmel, Lokroko, Technische Maschinenentwicklung, Gelatovinune, Grammokles, Bashwa und ein Seedraken in Holo. Okay, nice, alles klar. Hier war bis jetzt nichts drin und wir haben nur noch 2 Booster-Packs. Alles klar. Ah, Abenteuerkoffer. Ich bin nicht ein Fan von solchen Sachen, also von solchen Produkten eigentlich, wo, keine Ahnung, 3 oder 4 verschiedene Booster-Packs drin sind. Hier ist Feuerenergie, tun wir weg. Wo 3 oder 4 verschiedene Booster-Packs drin sind, weil, ich weiß nicht, ich habe bei solchen Dingen eigentlich noch nie Glück gehabt oder selten Glück gehabt. Noch nie so richtig Glück gehabt, sage ich mal. Und das, ja, das ist schon mal ganz gut. Habe ich zwar, aber ist okay. Ne? Besser als gar nichts. Hunduster. Eine sehr, sehr coole Karte. Nice, ein Hit hatten wir wenigstens schon mal. Und letzter Booster Pack, Astralglanz. Ich glaube, hier kann wirklich nichts Interessantes drin sein. Astralglanz war, glaube ich, nicht so the way to go. Aber okay. Schauen wir mal, was wir ziehen. Oder beziehungsweise ihr guckt jetzt, ob hier was drin ist. Ich guck weg. Bap. So, let's do this. Wir haben Pflanzenenergie. Dann Zwotrönöninin, Jan Mega, Kognodon, Jesuis Nibel, Triflon, Enton, Togepi, Magnetilo, Honig, Reverse, da ist was.
Oh, die Algarvie. Nice, habe ich schon. Aber okay, ist auf jeden Fall wenigstens schon mal was drin gewesen, ne? Hätte ja einfach nur eine Rare-Karte sein können. So, das war's dann mit den ganzen Sachen, die ich aus der Gamescom ergattert habe. Ja, im Großen und Ganzen, wie gesagt, bin ich sehr zufrieden mit der ganzen Ausbeute, mit all dem, was ich dort gefunden und gekauft habe. Ich bin glücklich und ja, da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ich kann euch natürlich nur raten, falls ihr natürlich Gaming liebt oder generell Animes, Merchandise-Produkte gibt es dort ohne Ende. Ihr könnt euch das Video anschauen. Ich habe mal in der Merchandise-Halle ein bisschen gefilmt, auch in den anderen Hallen, aber hauptsächlich in der Merchandise-Halle, weil ich bin da kaum weggekommen bei so vielen krassen Figuren und so viel Auswahl, wie man dort hat an Merchandise, ist wirklich fantastisch. Einfach nur fantastisch. So, in diesem Sinne will ich mich dann auch verabschieden. Wir sehen uns in den kommenden nächsten Videos. Bleibt sauber, meine Freunde.